Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema: Olympische Spiele in China zwischen Olympiasport und Völkermord. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast heute Abend, einen sehr authentischen Gast, den tibetischen Dokumentarfilmer, meinen Kollegen Donchup Wangchen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, lieber Herr Kollege. Herr Wangchen hat 2008 vor der damaligen Sommerolympiade in China, in Peking, seine tibetischen Landsleute in einem Film gefragt, was sie von dieser Olympiade halten. Sie waren dagegen. Sein Film Living Fear Behind, die Angst überwinden, wurde in den Westen geschmuggelt. Millionen haben ihn hier gesehen. Er aber wurde von chinesischen Kommunisten für diesen Film ins Gefängnis gesteckt, und zwar 6 Jahre lang. Er wurde auch gefoltert in diesen 6 Jahren. Im Westen erhielt sein Film mehrere Preise, den Václav Havel-Preis zum Beispiel oder den Freiheitspreis der internationalen Presse. Herr Wangchen hat in seinem Film gewagt zu sagen, was er denkt, vor allem was er denkt über die kommunistische Herrschaft in Tibet. Lieber Herr Kollege Wangchen, warum sind Sie jetzt, warum sind Sie heute in Deutschland? Ja, ich bin hier in Deutschland, 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 ich bin hier in Olympic Ticker in Royal Jumichi. Den Dendi Samadan Germany zu Jonge Manatan, Tanan Jingita Chesimana, Tanan Jingita, Jinjaminigi, Tajis Otse, Tuchontan, Anne Tumatizula, Chi Tutiagiriano Chanyome. Ta Gindun Sungi Gun, any to Siome, Chitita Olympic, the Janone Matsuashin Tanjata, New Atonita, Sacha Jujata, Ta Sumba Tonita, Jonge Guni, Tatigana Yashu Machizi, Tatinjigi, Was Herr Wangchen gesagt hat, übersetzt Sonam Spitz. Freue mich sehr, Herr Spitz, dass Sie bei uns sind heute. Bitte schön. Ja, ich bin auf meiner Tour hier in Deutschland, allgemein durch Europa, um darauf aufmerksam zu machen, dass es in meiner Heimat Tibet jeden Tag schlimmer wird mit der Menschenrechtssituation, sehr ernst und dramatisch ist, und dass anlässlich und darauf die Aufmerksamkeit, um darauf mehr die Aufmerksamkeit zu richten, jetzt, da wieder die Olympischen Spiele stattfinden sollen in China, bin ich hier in Europa, um mit möglichst vielen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zu sprechen, um auf die Menschenrechtsverletzungen in China aufmerksam zu machen, und möchte immer darum bitten, dass es besser wäre, die Olympischen Spiele, die erstens die Olympischen Spiele oder China die diese Genehmigung, sie abzuhalten, zu entziehen und einen besseren Platz, einen anderen Platz zu finden, wo man die Olympischen Spiele abhalten kann, und drittens, wenn dies nicht gegeben ist, dann sie zu boykottieren. Herr Wangchen, was ist der Inhalt, der wesentliche Inhalt Ihres Films, für den Sie ins Gefängnis mussten? Ich habe ihn halt den Film vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 2008 gemacht, als die Botschaft uns erreichte, dass nun China die Olympischen Spiele 2008 austragen darf.
Und ja, wir wussten, wir in Tibet wussten, Olympische Spiele bedeutet, ist verbunden mit gewissen Grundsätzen wie Frieden und Verständigung. Und diese Versprechen, wir haben gehofft, dass diese Versprechen eingelöst werden, eingehalten werden und es mehr Freiheit in Tibet gibt, in Verbindung mit den Olympischen Spielen dann. Und aber wirklich hat keiner daran geglaubt und das wollte ich eben dokumentieren unter den Leuten. Habe sie gefragt, was sie davon halten. Denn ich selbst bin jetzt die dritte Generation von Tibetern unter der chinesischen Herrschaft. Wir haben eine ständige Verschlimmerung der Menschenrechtssituation festgestellt, keinerlei Verbesserung. Und ja, als ich dann die Leute befragt habe und diesen 25-minütigen Dokumentarfilm darüber produziert oder ja halt gemacht hatte, ja, das habe ich das war der Film, ja. Ich habe oft den Dalai Lama getroffen in den letzten Jahren. Wir haben auch zusammen Bücher gemacht. Mhm. Der Dalai Lama hat in fast jedem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, gesagt, in Tibet machen die Chinesen kulturellen Völkermord. Würden Sie dem zustimmen? Sehen Sie das auch so? Und was heißt das konkret und praktisch? Da Chongba noch nie Lhota Mambu Yori. Da Nanjing da Gritsuki Lhota Tinder Mambu Yori. Da Jano Ki Lhota Tizu Toria, eine Gritsuki Lhota Tizu Zumachua. Da Nanjing Tanangi da Gilatizu Ki Tanang Chimachua. Da Nanjing da Ko Nazu Pokita Rijon Chukumari. Chilugina da Nanjing da Janon Jena Juria Sopa. Da Tindigi Tanyancha Chimbuchi Rugo Yori. Da Boyu de Jaila Juria, the Boriti Jarla Juria, the Tinde Gilich Namonchi, Chila Kayuni, the Muriti, the Chesis Demiguni, Murisamizugunita, to Kitchi. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Es ist ein kultureller Völkermord, das kann man so sagen. Wir hatten eben unter den Tibetern wieder Schulen, um tibetische Kultur und Sprache einfach weiter zu erhalten und weiterzugeben. Es gab private Initiativen, um die Kultur zu erhalten, wo man sich traf, um das, um unser kulturelles Erbe zu erhalten. Das ist jetzt diese Schulen wurden zerstört, die privaten Initiativen sind nicht mehr erlaubt und diese Art von Arbeit zu machen, so für den Erhalt der Kultur zu wirken, ist einfach verboten worden. So geht es auch mit der Ausübung der Religion. Es ist wirklich ein systematisches, dass die Tibeter in Chinesen verwandelt werden sollen, das ganze Land Tibet soll ganz zu China werden. Es ist eigentlich unsere ganze Ethnie und Identität wird ausgelöscht. Die Kommunistische Partei in China verfolgt ja alle Religionen. Die Christen werden verfolgt, die Buddhisten werden verfolgt, bei den Uiguren werden Muslime verfolgt. Warum verfolgt denn die Kommunistische Partei Chinas die Religionen? Tanzen Chugo Yori, Chilina Tananjing Kronzuta, Kunan Tangita, Chujenda Timena, Chitis, Chinsota, Tumachua, Tinegi, Jug Mombuchungo Yori. The Pobagi Chiluti, Samizuagi, Mietsuti, Krasna, the Pokiko, Chi Rijun, the Murki Ko, Kunshi, the Murki Tizutsama, the Samizuya, the Timara, the Janonchengi. Janos Jona Tanda Pertuta, Poki, Nungi Municity, Tatanda Pertu, Slola, Jacon Tuchigo Yori, Dakanta, Mimombo Zonchigo Yori, Mimombo Tichigo Yori, Tati Jumela Matuba, Tan Mrejoa de la Cronzuta,
chilgu ti sami zuya gita chilgu dang ani ta chi po ki ta sujin ta gita jordi ta jordi ti zu me pre zuya ta po si ati ta sami me wa chaya gita ngi su ti ta jana jong ti zong yori. Ja, richtig. Auch die Christen und Uiguren, andere Religionen erleiden Repression unter der kommunistischen Führung. Es ist, weil sie so eine starke, bei uns Buddhisten ist es, weil sie so eine starke Verbindung mit unserer Kultur und unseren Gewohnheiten hat, weil sie, wie gesagt, uns zu Chinesen machen wollen. Müssen sie uns die Religion nehmen, die so stark mit unserer Kultur verbunden ist. Weil das ist etwas, was wir Tibeter sehr hoch schätzen. Und das soll uns genommen werden unter dem Vorwand, uns Fortschritt zu bringen. Nehmen sie uns diese Religion. Und ich denke, dass sie es und in diesem Zusammenhang uns komplett zu sinisieren, zu Chinesen zu machen, eben die Religion unterdrücken. Dieses Gespräch führen wir in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin. Hier direkt nebenan ging früher die Mauer quer durch die Stadt. Und es gab die Losung der damaligen kommunistischen Partei hier in Ostdeutschland, die hieß: die Partei, die hat immer Recht. Ist das heute auch so in China? Jamigi tang yama ngachunga gata gumba tizu troni ta pe ta gumba tizu mewazi wari hatun chinsu tizu sama chongbari ta tanda ta nanye ni ta jano mershu jonsu ni lu jatamba kuryozi ta te gumba tsangma la gasu shiguyozi zangang tang ni ta jamigi jedar tizu shirinjigi ya kunten tangye la gashin chiguyozi ta tangla gaya jake la gaya zi ta tindegi kuronzu gin dopa tesi mati na zonjik chiya ta tindegi tsuzugi nidon tang ya khabartam chigu mimo buchin dusi ta mersu tungu yori ta jano mershu jange tawa mati nge tsangma kuronzu ta tsamizu guyo ta gajanji. Ja, ganz genau, wie Sie sagen. Also so wie wir das erleben seit 55 der Besetzung von Tibet und der Zerstörung all unserer Klöster und so weiter und der Einkerkerung und Inhaftierung so vieler Menschen und des Töten so vieler Menschen, kann ich nur bestätigen, jede andere von der Partei abweichende Meinung wird zerstört. Unter Mao Zedong war China eine Diktatur und viele Millionen Menschen mussten sterben oder sind verhungert. Dann gab es eine Phase der Liberalisierung in den 80ern unter Deng Xiaoping. Heute aber, und es gab einen großen wirtschaftlichen Fortschritt, das muss man der kommunistischen Partei in China zugestehen. Große wirtschaftliche Fortschritte. Es entstand so etwas wie ein Wirtschaftswunder in China. Dann aber kam im Jahr 2011 der heutige Regierungs- und Parteichef Xi Jinping, ein Diktator. Unter ihm ist China praktisch wieder in die alte Mao-Diktatur zurückgefallen. Ja, sie wurde noch brutaler durch die Digitalisierung. China ist heute der brutalste Überwachungsstaat, vielleicht neben Nordkorea, auf der ganzen Welt. Was ist davon heute in Tibet zu spüren, von dieser digitalisierten Überwachung? Porriti jargila juriya gita ko chi sichiti ngi lakhtar chi wari mi mumbu tukshi te wari ta nan jingi ta ten shubjian leni chilgu da tizu yang chigu piya gita sichiti isi kiyangbu chi chawari ta ta nan jingi ta churang somba nan jingi ta shichimshin le wari shichimshin le chi samba ta mo jita nyua di chi wari ta chilgu tizu yang choma tantak chi ya ta chilgu diya janan jina juriya ta ngi koni shiwa nan jingi ta nan jingi mrik tsame zuya gita bu gita gondi khat turiya, lhota tizu turiya ta nga jingi ji mii gin rundug chusun ta mii gruwa gi tana ta kapri andang ta tizu tsangma janag zhungi tangzi chiya ta gumba susu lan du sen nyamung zhugi ala sukpa ta nga jingi gumba gi gondag tsangma ta jami gi lishe pa tinde shigaya tana ta chondi gi chondi susu nungla ta janang gi ta jami lishe pa zhungi lishe pa tinde shigaya tana ta nyantog pa zhugiya ta nga jingi ta yang mongchukka hama kuwa songa gi muna tinde Rumbajigina nyeritindegi chuya ta mo tang chikpa gi ta sichidi tanda ta bono na ngis lakhtar chigo ya ta pochku mari tanga jingi ikra da wa tanga khang de
Janan Kronzo non atran da tantra shuchimuchi jugoyori. Ani that sopu ani tranaje hanga hanga na tandagita kangeti tate tate jemari. Ja, genau. Wie Sie sagten, wir hatten erst diese große massive Zerstörung unter Mao unserer Kultur, die direkte Zerstörung der Klöster, das Verbot, Mönch zu werden und diese massive Sinisierung unseres Landes. Dann wurde es etwas entspannter unter der darauffolgenden Regierung. Aber wie Sie sagen, sind wir jetzt mit Xi Jinping wieder zurück zu der Mao-Herangehensweise, plus der großen Digitalisierung und Überwachung, die damit möglich ist. Es werden, wie gesagt, wieder diese Schulen für die Förderung der eigenen Kultur geschlossen und zerstört. Und dazu kommt jetzt eben Überwachung von Telefonen in ganz großem Maße, die in den Klöstern, die Klöster werden jetzt nicht zerstört, sondern überwacht eben mit Kameras. Es werden Spione eingeschleust in die Familien, in den Dörfern, die sind voll von geheimen Spionen. Und ja, das ist, was wir jetzt in Tibet hauptsächlich haben, auch nicht nur in Tibet, es ist eben so unter den Uiguren in Xinjiang, in der Südmongolei und Hongkong passiert das Gleiche. In Xinjiang sollen schon, so berichten westliche Medien, über 1 Million Menschen in Zwangslagern sein und sozusagen sogenannte Umerziehung erleben. Können Sie das bestätigen? Tatiso, Tatembari, Nienda, Co, Operta, Tindemombota, Zamulong, Gimme, Mombogishin, Juchini, Tuse, Toyori, Tapote, Musegi, Tapono, Tranangita, me, Tangazo, Tanda, Haguete, me, Trangazan, Tusita, Shinjan, Nanjingi, Tindigi, Tangis, to Jukugi, Tindigi, Lika, Tarangi, Kuya, Tindemombuchon, Yore, Perna, Talaran Grini. Gumba tizu larang guni trash mombu torvari ta turti sambay mi mombu chi tawa mombu chi ta rishu ki tawa mombu chi ta na jingi kronzo jami gi ta mermi tinde kungu se ta chi tizu pigi chi ta na jing tongju chi ni kronzo ta na jingi ta sejong ti tewari. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Also man hört ja auch von wirklich genug Quellen und Untersuchungen, dass dem so ist, von sehr vielen Seiten, dass es in Xinjiang so ist. Und ebenso habe ich in Tibet Ähnliches auch erlebt, in Ost-Tibet, in dem großen Kloster Larunga, was dann abgebaut wurde, auch auseinandergenommen wurde von der chinesischen Regierung. Und diese vielen Leute, die dort studieren wollten und Mönche waren, wurden dann eben auch, die Roben wurden ihnen genommen und sie mussten eben wurden umerzogen, wurden interniert und indoktriniert und mussten eben statt ihren Roben die Uniformen, Soldatenuniformen tragen und so weiter. Also bei uns in Tibet ist das auch bekannt. Herr Wangchen, wenn Sie hier in Westeuropa so offen reden über die Zustände in Tibet und in China, was bedeutet das für Ihre Angehörigen, für Ihre Familie? Müssen die vielleicht, befürchten Sie, dass die darunter leiden müssen? Ta kange tenden trespa chigri ta nga zo pinja chuji wari ya nga ti po nong la yore, nga ti shlo la le yore. Ta nga rong shlo ka tushio yong ni ta po nong gi pinja ti zo la nong la yong ni ta yik cha ta tinde mongbu chiki gong la sayi jiga ya, ta nga zhen zuk tsina ya, kron zo ta janak li, ta nyan to li kong ti na zo la ke tang ni ka jan rame na tsuk tsu ya tinde chong yore. Ta nga yina ta zhigang longba, nga rong yina zhigang longba le yore. Ta susuge kali nyongju, po nungi nguyogu ni tsu, che su tongba ge kange, tizu tsangwa sheya ge kukhe chi rikko yori. Ta nungmila kange chi treba ti ngi, ti tsu zoni mri chiki ta, chi li tong ti, ngi yang tushio tangna yang ngarangi notri chiri. Ta ngi nungmila kange treba la mati ba, hali ngi mitu tundu si ta, dhru tiya ki ta, mitsong chigo yo.
Es kann auf jeden Fall sein, dass meinen Angehörigen Repressalien drohen, wenn ich hier so spreche. Ich habe ja wir sind ja 10 Geschwister, 5 sind noch in Tibet, 5 haben es sind außerhalb Tibets, und die 5, die noch in Tibet sind, werden ständig von der Polizei kontaktiert und überwacht und immer wieder zur Polizei zitiert und müssen irgendwelche Geständnisse unterschreiben und so weiter. Dennoch, die Tatsache, dass ich jetzt in einem freien Land frei sprechen kann, gibt mir eine gewisse Verantwortung für mein Volk, was eben nicht frei sprechen kann, für all die, die nicht so frei sprechen können. Und deswegen sehe ich da eine Verantwortung für mich, dass ich das trotzdem machen muss. Ich bewundere Ihren Mut, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, von Kollege zu Kollege. Einerseits. Andererseits, Sie touren jetzt durch etwa 10 europäische Länder und haben schon mit Politikern gesprochen, mit Vertretern von gesellschaftlichen Gruppen, um die zu einem Olympia-Boykott, zumindest zu einem diplomatischen, politischen Olympia-Boykott zu bewegen. Wie ist denn die Reaktion Ihrer Gesprächspartner? Wachson jinji pe yago thongson sangin du tangi tan de jamene de lomba joa ti chko yare ta ten di samba ni tsapra da ta chi long chen da ti zu nang la ya ke chi samba ti zita mi mong bo chi ke ta tko yare mi mong bo chi ke ta ti tsapra da ti zu lo tko yare ten di samba ti zu nge hali ke chi bu tsu yo tsapra da ni long chen da ti zu na ta nang jing da si tong pa mong bo chi la tu ba ri ta tin so thum zi ya tang a ni ta nang jing gi Tashi sisi li kongi mna ta nang zhen tan ruwa mi tuk tongi tsukpa tingze mongbu jilan digi tuyong di sanba ku tanda pen jik tuk koyo wadi ta nga rong jachaja yi chichi goyo. Ich hatte bis jetzt ein sehr gutes Gefühl dabei bei meiner Tour durch Europa. Die Erfahrungen, die ich machen konnte, dadurch, dass ich Leute von Zeitung und Fernsehen treffen konnte. Ich habe sie auf jeden Fall erreicht. Ich habe ja schon so viele Leute getroffen, die meine Nachricht einfach hören konnten schon mal, dass ich so viele wirklich namhafte Politiker, Parlamentarier und richtigen Menschenrechts Organisation, Leuten, allen erzählen konnte, was ihr erlebt habt, dass ich bin mir 100% sicher, dass es einen Effekt haben wird und groß und schon dadurch alleine Nutzen bewirkt wird. Vier Regierungen haben bereits beschlossen, dass sie politisch die Olympiade in Peking nächstes Jahr boykottieren werden. Das ist die US-Regierung, die schottische Regierung, die litauische Regierung und die australische Regierung. Haben Sie Informationen, dass sich diesem Boykottaufruf andere Regierungen, weitere Regierungen anschließen werden? Ja, danke, Amerika geht die. Kuzhu Tsanjak in Zini, da Kazan Kinim, Sejaji, Pindu Dingi, Tonson, da Jandangi, Tanda, Tomason, da Tamagi, Tanaja, Amerika, Nanjingi, Jongjigi, Gunida. Nyanshu chigimenzi chedak shigwe di hajangi gechimburi. Daga nanjingi zindreba tizu ina pechol gwa tangma jiba. Tizu ina da bonungi nruwami to tangtani. Da ikruwa yuwari daga nanjaya hankangri janung kronzu nangi nruwami to tang janung nangi kanyuk. Tizu ngiwari to sawu shigwe di gechimburi. Daga nanjingi da nga zu yongjegi gungna na da jeche IOC la ngunigi kronzu nochi mututu shulgo yoba, nochi di trenton chigugo yoba. Daga nanjengi kronzu ngen kurguwe, dalen sawu chichigwe di gechimburi sangido. Di tandagi di jiga mrigi shichigba chiki ko kange mari. Janag zhungi tandapirto jechigi mna ruwami totang la rukba jachu chini tizu ina kadong tongo yuwari, ninsung rame na chochigo yuwari, dgra kurgo yuwari, sutrichigo yuwari. Nga zung tandang di nyutong nyusha tsangyang di nduse janang la tsukhe jibay na janang ki tandapirto henpa shi ju da nguni ki ti tsangwa ko janang zhungi ta mi mongbo mar sotang goyo ti zu tsangwa churang zhugi dhigi shazi jachur shiba tang chikwari sengi dungi ti indi samba tsangwa ki nguni ki ti nga zung ruwa mi chingba tsangyang nguni ngen kurgu ya ti kechim buri sengi dung. Ja, ich habe natürlich auch von dem diplomatischen Boykott der Amerikaner gehört. Sie haben es sehr klar verlautbart. Von den anderen hatte ich noch gar nichts gehört. Aber ich finde es extrem wichtig, dass so etwas passiert. Das muss man mindestens machen.
und von Seiten der Regierung her und das ebenso von eigentlich von den Sportverbänden, wenn sie ihre Athleten dann schon dahin schicken, wenn die Athleten schon gehen, dann sollen sie von den Sportverbänden wirklich ganz klare Aufklärung erhalten, sich nicht zu instrumentalisieren zu lassen von der Propaganda der Chinesen, wenn sie dort sind. Das sollte klar von den Sportverbänden und vom IOC vermittelt werden, dass wirklich auf die Fehler eingegangen wird, dass ganz klar gesagt wird, was für ein Land es ist, in dem diese Spiele stattfinden, wo die Athleten dort den Wettkampf austragen müssen. Wir alle wissen ja, wie die Menschenrechte dort mit den Füßen getreten werden, dieses Land immer noch sehr arrogant auftritt und sehr aggressiv auch auftritt und so, dass die Teilnahme daran dann nicht eine wird, bei der wir das Ganze auch noch unterstützen und dem unkritisch zustimmen. Sonst, wenn wir nämlich nichts sagen und keine Aufklärung machen und keine klaren Botschaften rüberbringen darüber, dann kommt es wirklich einer Zustimmung und Akzeptanz dieser Zustände gleich. Die chinesische Regierung versucht ja eine große Propagandashow, das lässt sich jetzt schon absehen, aus dieser Olympiade zu machen. In der Satzung des Internationalen Olympischen Komitees steht, dass jedes nationale Olympische Komitee völlig unabhängig von der Politik sein sollte. Aber in China ist das Nationale Olympische Komitee komplett mit Vertretern der Kommunistischen Partei besetzt. Also schon von daher dürfte doch das Internationale Olympische Komitee dem Austragsort Peking nicht zustimmen, weil es von dort glatt verletzt wird, die Satzung des Olympischen Komitees verletzt wird. Da tanaje de Olympic kuzugi tanja gegana da mechike chila kukrujia da mechike chila chi jachurjia tanaje jonne mombu chi tsuni timuchkuma imban zalong shi ditnya ge da tindegi tanja nyojimu zalong jangena chedakjiwari ta janagna tanaje da nyotobje ge tijiga jichigna da Olympic tsukpa krona da major ran tan ruwa me to tanta tezu mombu chi khinenchi wari ta na je jana krona zu gi ta krona zu tsatna dog zu tong gori krona zu khinenchi ju tezu la dog zu tong gori wari ta na je ta olympic ki timu gi dangcha ta ti krona zu pechu tang ni ches la ta tishti tong gedi uni chena ta jana jong chhi wari ta nga dawina ko nimang ti ta krma nyus sang ga lo ni ti ma ji yo ma ri ko kate rong lo ki nimang tong ni lu chuk ta da su na chong chu chi ari ta na je nam la thuk ma thuk ba ta lu ch tham ba mi phewa phewa chi la tin de gi ta na chu tong ba ri ti ju je ko nu chu song chu rong song wa de uni dan ba ri dan dai na ta na je gi ta olympic chuk ba ti zu na ta nga zu ji ru mi to tong ta ma ju ra ta den da ne mong bu chi ku yo ri ta je chi o che chuk ba khong zu na ta na je gi ta ru mi gi chi su li khong zu gi ta kim pen ti zu zu ni Janangi Katze, Katta Dur Katze Tambayan, Romitotan, Katze Dur Tambayan, Tamuki Tiki Tiki Tanda and Janala, that Tinkichin in Dusi, Sreagit and Jurotongo Yomar. Ja, das ist ja auch ein Teil der Spiele, ist ja auch, hat ja, also die Spiele an sich haben ja auch ihre totale Berechtigung und die Freude eines Wettkampfs und die Freude von Spielen und von Nationen, die im Wettkampf sind, das ist ja auch wirklich was Schönes, aber es sollte, wie ja auch 2008 versprochen wurde oder unter welcher Bedingung sie es ja, die China ja die Spiele bekommen hat, unter diesen Bedingungen des Friedens und der Menschenrechte sein. Wir haben dann nach 2008 aber gesehen, dass sie mit Füßen getreten wurden und dann sogar noch diese Aussagen, dass Politik und Sport nichts miteinander zu tun haben sollten, ja, im olympischen Kontext sollte Politik keine Rolle spielen, wurde von ihnen sogar noch instrumentalisiert und missbraucht, um dann Leute wie mich mundtot zu machen, die darüber einen Film machen von 25 Minuten. Und diese Aussage
wurde mir dann vorgeworfen, Sport und Politik sind nicht zu mischen, und so, dass sie dann mich darauf für 6 Jahre weggesperrt haben. Einen normalen Menschen, einen gewöhnlichen Menschen, der nur einen Film gemacht hat, weggesperrt und gefoltert haben. Also so ist es wirklich, dass sie diese Vermischung mit der Politik instrumentalisieren und missbrauchen, statt den wahren olympischen Gedanken von Verständigung zu zelebrieren. Es ist ja geradezu aberwitzig, dass die chinesische Regierung auf die Boykottandrohung der amerikanischen Regierung jetzt sagt, man sollte Politik und Sport nicht mischen. Keine Regierung mischt Politik und Sport so, wie die chinesische Regierung es tut. Haben Sie nach Ihren Gesprächen in Deutschland die Hoffnung, dass auch Deutschland, ähnlich wie die USA mit seiner neuen Regierung jetzt, wir hier in Deutschland die Olympischen Spiele politisch boykottieren und keinen politischen Vertreter, zumindest keinen Regierungsvertreter, nach Peking schicken im Februar zur Eröffnung der Olympischen Spiele? Tatigona nyeshimaje majwa data halivita kechimbuchi chukoyor ngi konishiwa nje bobachi kugi kange mari tan romi chi ngazu tsama romi chi chi romi chi bachani tan janona tinde ki kange theki theki ngazu jonde ki thone tan tan du se jacho chi duna tan ngazu sidi tan tan den tan ranin da tizu muni shema she yo mari ta chei chani jamini rawina Romi Totangana Tono Yoni, the Poton Alperto Poton Jacob in the Mombu Yosagi, Tajekichi, Chikoyori. Marana Jamini Jungi, Muniki, Jondegi, Gonetigana, Drew Marisani, Chichiguyo. Ja, auf jeden Fall halte ich das für extrem wichtig, dass mehr Länder diplomatisches Boykott praktizieren gegenüber den Spielen. Das wäre eben von der Regierungsseite natürlich meine große Hoffnung. Nicht nur Deutschland, eben noch mehr Länder eigentlich, denn es geht um Menschenrechte. Wir alle sind Menschen. Es geht uns alle an, und hier in Deutschland habe ich auf jeden Fall hier viel Anklang gefunden bei den Politikern, die sich für die tibetische Sache einsetzen, die sich für Tibet einsetzen. Es gibt hier viel Interesse, deswegen habe ich hier schon Hoffnung. Der Dalai Lama ist ja insgesamt in Deutschland sehr beliebt. 2007 hat auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel den Dalai Lama persönlich empfangen, hier um die Ecke im Kanzleramt. 1989 war ich persönlich mit dem Dalai Lama hier in Berlin und habe Folgendes miterlebt. Er stand an der Mauer, nur wenige hundert Meter von unserem Gesprächsort jetzt entfernt. Und die Mauerspechte auf beiden Seiten haben schon eingehackt auf die Mauer. Und die Menschen aus Ost- und West-Berlin haben den Dalai Lama eine Kerze in die Hand gegeben, eine brennende Kerze, und haben ihn auf die Mauer hochgelupft, auf den Rest der Mauer. Und da stand er und hat einen unvergesslichen Satz gesagt, so wie diese Mauer jetzt fallen wird, wird Tibet eines Tages frei sein. Haben Sie diese Hoffnung auch? Ja, da in der Inda, ja, muss ich da gerade in der Krungi, da können wir schon so an die da Kitzin und da Pola Tanchi Petriagi da, wo ich sie nicht ganz so schön an der Mulente da, ja, muss ich ja noch so gut wäre, Krungen hat der Petri in der Tamamon Bussombari, dann ganz so in der Tranage Ichichi Goyori, Bono in der Tranage, dann Mredusi Jinru Goyori, ja, muss ich dann Debatten zu tun, ja, muss ich da Rigidi, dann da in der Jury Wamari. Tandaina da rigichini jaramuchi maram se jaramuchi kunon chujwa de ta ponon la petu yagi riya de ta pozishini gi ta jikho yore khapar ta ponon gi mitsma gi tige gna ta mutun beson chini de yore. Ja, auf jeden Fall. Es ist bekannt, wie der Dalai Lama immer wieder sagt, dass er den großen Wunsch hegt, irgendwann nochmal nach Tibet zurückkehren zu können. Und wir Tibeter haben diesen natürlich auch. Wir haben großes Vertrauen in den Dalai Lama. Wir glauben sehr an ihn. Und diese Verehrung für ihn ist ungebrochen unter uns. Und so teilen wir eben diesen Wunsch und dieses Wunschgebet, nach Tibet zurückkehren zu können, und arbeiten ja auch kontinuierlich daran.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie im Gefängnis, in den 6 Jahren Ihres Gefängnisaufenthalts auch gefoltert worden sind. Können Sie uns und wollen Sie vielleicht uns sagen, was konkret passiert ist und wie war das in diesen 6 Jahren? Ja, die Zeit im Gefängnis, das war nicht nur 6 Jahre im Gefängnis zu sein und dort absitzen, sondern das bedeutete auch 15 Stunden Arbeit am Tag. Nicht nur irgendwelche Arbeit, sondern man musste sehr genau sein und sehr gute Arbeit abliefern. Wenn das nicht der Fall war, drohte Folter. Und das Schlimmste war eigentlich monatlich, in jedem Monat, ein Geständnis unterschreiben zu müssen über Sachen, die man getan hat, über die, dass man den Fehler davon eingesteht und in der Zukunft nie wieder so handeln wird und den Dalai Lama zu verleumden. Das musste man unterschreiben und das eben unter Folter. Wer sich geweigert hat, wurde auch gefoltert. Das war eigentlich das Schlimmste, immer wieder diese Bekenntnisse unterschreiben zu müssen unter Folter. Und das haben sich auch viele, soweit es denn ging, sich geweigert. Aber da die Folter so schlimm war, sind daran am meisten die im Gefängnis auch gestorben, an der Folter, um diese Geständnisse zu bekommen, oder in den Monaten nach der Entlassung dann an den Folgen gestorben. Das war das Schlimmste im Gefängnis. Nach Ihrer Entlassung gelang Ihnen dann die Flucht. Wie ist das passiert? Da zum Kanon, da Lotu, da das, nani Lotu Tambari, Lotu Tondi Samba, Tranangin, da zum Huyan, zum Hanchigina, Zwagin, Nanjin, Anni, Dunducho, Sung, Jame, was Hajakuan, Ruana, Janosan, Chuchin, Shiguyova, Tranangin, Emagi, Tupunyan, was Tizulan, Droachi, Machoa, Tanangin, das Sugi. Nitang desatin reina da kronzula sumbuzuya da susu chiku kange maimba da mimombu chila tana jenda kange cheguyo ba ti indi samba da susu ge nguni ge chi sisule rangte ke chimbu tsini ani chi ponong ge nguni ge chi nyoni tsuti zu shloga yona chi chingni tadak chi ya nyua tonda chesu tongba ti zuku kange shloga yona chi shete ya da dindri ge chi santak jeni ani rusang mambu tong nyanka mambu ju ani mimombu ge rukpa chi. Ja, nach 6 Jahren und 3 Monaten im Gefängnis wurde ich dann freigelassen, aber diese Freiheit war eigentlich wie ein zweites Gefängnis, denn jeder Kontakt zu alten Freunden war unterbunden, Kontakt zur Familie war verboten, jede Bewegung, jede Reise, die ich machen wollte, dafür musste ich eine Erlaubnis erfragen. Also hatte ich keine Bewegungsfreiheit und ich wollte einfach noch etwas mit meinem Leben machen. Ich wollte weiter wirken für mein Volk und ich habe gesehen, dass es unter diesen Umständen unmöglich ist. Und habe ich mich durch die Hilfe von vielen Unterstützern, die auch die sich für mich eingesetzt haben und die mich finanziell dabei unterstützt haben, es schaffen, letztendlich aus Tibet über viele Umwege in die USA zu gelangen. Herr Wangchen, was Sie von der deutschen Regierung erwarten, ist klar geworden. Sie wollen, dass die einen politischen Boykott gegenüber der Olympiade einhalten. Während des Wahlkampfes hat diese jetzige neue Regierung auch gesagt, Menschenrechte spielen eine wichtige Rolle in der künftigen deutschen Politik. Ich hoffe und wünsche, dass das, was im Wahlkampf versprochen wurde, auch eingehalten wird. Was aber kann jeder Einzelne in Deutschland tun, wenn er Sympathie hat für die Menschenrechte, wenn er wirklich demokratisch ihnen helfen möchte?
Da Putong Jachurti, Tan Jamani Rowina, Tangemani Putong Jachur, Ta Shuchimbu Yosagi, Jeki Chikoyo, Ta Inan Tanda, Lu Kashi Chikinola, Ta Putong de Jichikunita, Alonong Tanyong Rugoyova. Ta Suti Pononita Nitsumbuchi Sloyong Matua Tigi Kangen Chiri, Tanajin, Ta Tandaina Mututu. Poke along the Shuchimbu Chiguetti, the Hatching and Kachimbuchi, Tanaja, Nandawina, that is Jonda Maimbi, Topat in the Mombu, Chiki, Lingapi, or the Lutro Tongo, the Stuchi, or the Tindegi, Halivita, Naina, Pantochimbuchi, Chongori, Tangana, Tandana, Dandela, Zumbu, De Yoning Azundini, Tuchi, Chongbari, Tanaja, Ponola, Tandana, Mututu, Lonchi, Chivana, the Ponungi, Mimombuchi, Chisuchut, Koyova, Tanajingita. Poki da kori nada kei nada da mumbu chilan dusita pento chimbu chungu yori. Tanaje mututu da jachur naya digi nene po mumungi techini ani tsamalan dusi rimboshini ruguyo. Ja, ich denke, dass gerade in Deutschland von Privatmenschen auch schon immer eine starke Unterstützung eigentlich für Tibet da war. Es ist aber in den letzten Jahren weniger geworden, wahrscheinlich aufgrund dieser Tatsache, dass es kaum noch Tibeter möglich ist, überhaupt das Land zu verlassen. Es kommen keine Menschen mehr raus aus Tibet. Deswegen ist es umso wichtiger, sich für mehr Freiheit in Tibet einzusetzen. Und dass es geht, sieht man am Beispiel von mir, dass ich jetzt lebend hier sitze in Freiheit und lebendig ist, dem Einsatz von Privatpersonen auch zu verdanken. Und das kann man über viele Wege tun. Es gibt ja viele Aspekte, in denen die Tibeter mehr Freiheit brauchen oder eben weniger Unterdrückung oder Unterstützung in Sachen, auch wenn man die Umwelt in Tibet, die ökologische Situation unterstützt, die Umweltschutz sich dafür einsetzt, Umweltschutz in Tibet oder die Programme, die Sprache und Kultur fördern, all das sind Dinge, die letztendlich Menschenleben sogar retten können. Herr Wangchen, jetzt zum Schluss dieses Gesprächs möchten wir, bevor ich mit der Geschäftsführerin der Deutschen Tibet-Initiative nochmal zum selben Thema weiterspreche, möchten wir aber doch zwischendurch den Schluss, die letzten Minuten, wenn wir das dürfen, Ihres Films Die Angst überwinden zeigen. Ihnen danke ich schon jetzt, dass Sie uns heute besucht haben. Wünsche Ihnen viel Erfolg in dieser ganz wichtigen Mission, die Sie haben. Viel Erfolg mit all den Menschen, die Sie treffen in Deutschland und in Europa. Hier gibt es sehr viele, die auf Ihrer Seite stehen, wenn es um bessere Menschenrechtspolitik der deutschen Regierung geht und um mehr Menschenrechte in der ganzen Welt. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Potong jachuwa namba ani tana jende ngala ta jachu chini tomon chini ani namba tsamala ani tijichi shei. Vielen Dank. Ja, freut mich immer natürlich langjährige Freunde seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu treffen, ist großartig und dann noch in so einem Kontext von großer Unterstützung für Tibet und die guten Wünsche für meine Arbeit. Ganz herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank. Ja. Ladies and gentlemen, His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso. U.S. President said that the family with the
Dann liegt die Sukanga Gizeni, und dann Jigdrimara, die Totele. Der Leon Saba, und die Sunny Noni Tangazo, Tamara, Janala, Jalatimara, der Kindrin. Tanga, Givati, Ovati, Karisna, Ta Tamundi, Mazuta, Yana Tanyan Tatani, to Tamu Chibu shooting data, to Zuyageta. Tinde Maris, eine Yona, der Pojachi Mamangi, der Tesse Utuki, die Kachiruata, Tinde Samba, eine die Mekanga Tonon Chiguata, eine Mekanga in der Jaschur Chiguia, die Marangita, Rivet Chishidi.
Rinpoche Ja, eindrucksvoll dieses Verhältnis der Tibeter zum Dalai Lama, der ihnen so unendlich viel bedeutet. Nicht immer leicht nachvollziehbar für uns hier im Westen. Ich habe inzwischen einen Schal, wie Sie sehen, einen tibetischen Freundschaftsschal. Den hat mir Herr Bangchen zum Schluss, er hat sich schon verabschiedet, geschenkt. Das hat mich sehr gefreut. Übrigens, der Dalai Lama hat mir das 40 Mal geschenkt, einen so schönen tibetischen Freundschaftsschal. Ja, bei mir ist jetzt die Geschäftsführerin der Tibet-Initiative, Tenzin Zöchbauer, eine Österreicherin mit einer tibetischen Mutter und einem österreichischen Vater. Wie wurdest du denn, wir kennen uns seit vielen Jahren und duzen uns, ja, wie wurdest du denn Geschäftsführerin der Tibet-Hilfe, der Tibet-Initiative hier in Berlin? Also ich habe mich tatsächlich immer schon für das Tibet-Thema eingesetzt. Ich bin damit aufgewachsen, weil meine Mama sehr aktiv war, ja, und einen ähnlichen Verein in Österreich gegründet hat, Save Tibet. Ich hatte dann den Jugendverein, den ersten tibetischen Jugendverein in Österreich. Das österreichische R aus dem Munde einer der Tochter einer tibetischen Mutter. Wunderbar. Man hört es manchmal noch, genau. Also ich bin damit wirklich aufgewachsen. Ich habe insgesamt eine sehr politische und aktive Familie. Bin dann aber Ich habe studiert internationale Entwicklung und Journalismus, Publizistik, und hatte eigentlich einen ganz anderen Weg und bin im Endeffekt jetzt in Berlin gelandet, weil die Corona-Situation meine anderen Jobs nicht mehr möglich gemacht hat. Und dann war das Angebot für diese Position in Berlin und das hat eigentlich perfekt gepasst und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das machen darf, und freue mich jeden Tag darüber, dass ich jetzt sozusagen mein Hobby zu meinem Beruf machen kann und wirklich auch mit Stolz sagen kann, dass ich das Gefühl habe, ich mache etwas Sinnvolles. Tenzin, warum ist der Dalai Lama für die Tibeter so wichtig? Ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwer zum Nachvollziehen. Seine Heiligkeit ist eine ganz besondere, reine Person. Ich denke, man merkt es besonders, wenn man mit ihm direkt einmal in Kontakt kommt. Seine Anwesenheit, die Aura, seine Ausstrahlung, das ist etwas Einzigartiges. Im Buddhismus ist er natürlich, für uns ist er eine Wiedergeburt. Er ist das höchste spirituelle Oberhaupt der Tibeter und war auch ganz lange das politische Oberhaupt. Insgesamt verbinden wir mit ihm immer noch Heimat, würde ich sagen. Und er ist gleichzeitig auch wie der Vater der ganzen Nation. So würde ich zumindest das Gefühl beschreiben. Das ist, wenn man, es ist mehr als Ehrfurcht, es ist wirklich eine sehr tiefe Verbindung, die man zu ihm hegt. Die Kommunistische Partei bemüht sich seit 70 Jahren, seit der Besetzung Tibets, darum, die Tibeter in Tibet vom Dalai Lama zu trennen, ihnen bei ihnen schlecht zu machen. Bilder seiner Heiligkeit sind verboten. Seitdem er geflüchtet ist, durfte er nicht mehr zurück. Und obwohl das schon so lange her ist und so viele Bemühungen da rein investiert werden, wie man auch im Film gesehen hat, sind die Tibeter immer noch, glauben sie immer noch von ganzem Herzen an ihn. Und es gibt nichts, was sie sich mehr wünschen als die Rückkehr. Ich habe das in den 80ern, Anfang der 80er so erlebt. Genauso, meine Frau hat dort heimlich einen Film gedreht. Ich habe die Interviews auch gemacht. Und wir haben etwa 100 Tibeter gefragt, ohne chinesische Begleitung, heimlich. Und die haben alle gesagt, der Dalai Lama soll zurückkommen. Ja.
ohne Ausnahme, alle. Und genauso ist das jetzt in diesem neuen Film wieder deutlich geworden. Warum spielt denn Religion so eine wichtige Rolle? Wenn ich es richtig sehe, sind die Tibeter das religiöseste Volk der Welt. Also Sie haben absolut recht. Es ist 2021, wurden über 60 Tibeter und Tibeterinnen in einer Region, wir wissen es nur von einer Region, Tsawompo, in Tibet verhaftet, weil sie Fotos von seiner Heiligkeit besessen haben. Hm. Und das war 2021. Also das ist immer noch ganz, ganz stark verankert bei der Bevölkerung. Der Buddhismus ist etwas, was nicht nur Religion ist, sondern es bestimmt unseren ganzen Alltag. Es ist unsere Kultur. Es ist viel mehr als nur religiöse Praktiken. Mhm. Es ist schon dieses, dass wir jeden Tag denken, wir müssen etwas Gutes tun, damit wir im nächsten Leben eine noch bessere Wiedergeburt haben, damit wir der Welt etwas zurückgeben können. Das ist etwas, was, wie gesagt, das bestimmt den ganzen Alltag. Und deswegen ist es gerade für Tibeter, dieser Einschnitt in die Religion, das ist wirklich, das ist ein Angriff auf die Identität. Die Christen meinen ja, oder wir Christen meinen ja, dass für den Buddhismus die Wiedergeburtsphilosophie eine einmalige ist. Das ist aber gar nicht so. Auch im Christentum, wenn ich die alten Jesusbücher lese aus dem Aramäischen, aus der Muttersprache Jesu, dann spricht er 8-mal im aramäischen Neuen Testament, 8-mal von Wiedergeburt. Ich habe das mal dem Dalai Lama erzählt, da hat gesagt, das wundert mich gar nicht. Und wir Tibeter, hat er hinzugefügt, sind vor allen Dingen deshalb so umweltfreundlich und ökologisch orientiert, weil wir ja, wenn wir wiedergeboren werden, auf einem schönen Planeten leben wollen. Das finde ich eine sehr moderne Interpretation von Vorstellung von Wiedergeburt. Ja, absolut. Ja. Du bist 2009 schon mit dem Herrn Wongchen, den wir vorhin gehört haben, in Verbindung gewesen. Wie ist das zu verstehen? Also insgesamt eigentlich seit 2008, als die letzten Olympischen Spiele in Peking waren, das war für alle Tibeter. Als er inhaftiert wurde. Er wurde da gerade inhaftiert. Insgesamt war das eine sehr stressige und aufregende Zeit für uns. Genau, weil einfach sehr viel Protestbewegung aus Tibet plötzlich gekommen ist, womit wir im Exil gar nicht gerechnet hatten. Und kurz darauf, als die Spiele begonnen haben, kam auch der Film ins Exil. Und das war das erste Mal seit Jahren, dass man wirklich Nachrichten von Tibetern gehört hat. Tibeter, die ohne Angst in die Kamera blicken und sagen, wir möchten, dass der Dalai Lama zurückkommt. Uns geht es hier nicht gut. Wir haben keine Menschenrechte. All diese klaren Botschaften hatten wir im Exil schon ganz lange nicht gehört. Und ich als Teenager konnte mir das gar nicht vorstellen. Und Journalisten wird es nicht erlaubt, nach Tibet zu gehen. Die Kommunistische Partei verbietet uns das. Ja. Und wenn einer hingeht, dann muss er nachbeten und ist immer unter Bewachung. Ist immer begleitet. Was, wie gesagt, das war in den 80ern, haben wir es mal geschafft, meine Frau und ich, außerhalb der Bewachung, der chinesischen Bewachung, heimlich einen Film zu drehen. Und er ist dann in der ganzen Welt gezeigt worden. Ja. Denn Dalai Lama hat diesen Film auch gesehen. So kam unsere Freundschaft zustande. Ja. Und es war sensationell, dass man damals wenigstens, wo ein bisschen Freiheit und Liberalisierung war in China, in Tibet heimlich drehen konnte. Das war auch eine ganz außergewöhnliche Zeit. Nun hast du dich eingesetzt, dass auch Regierungen im Westen diesen Boykott, den wir jetzt beschrieben haben, durchführen und nicht die chinesische Regierung durch ihre Anwesenheit von Ministern aus dem Westen unterstützen. Was ist denn deine Erfahrung bisher? Genau, also wir setzen uns, die Tibet-Initiative setzt sich da für den politischen Boykott der Spiele ein. Wir fordern von unseren Regierungsvertreterinnen, dass sie eben nicht zu den Spielen und an den Zeremonien teilnehmen. Aber tatsächlich ist das ungefähr das Mindeste, was passieren sollte. Wir sagen wirklich, es muss noch viel weitergehen. Grundsätzlich, die Spiele hätten an China nie vergeben werden dürfen. Klar, widerspricht auch dem der Satzung des Olympischen Komitees ganz eindeutig. Absolut. Und ich meine, spätestens nachdem die Informationen bekannt geworden sind über die Lager in Ostturkistan, als in Hongkong die Demokratie vor den Augen der ganzen Welt zerstört wurde und mit der Corona-Pandemie nicht richtig umgegangen wurde von Seiten der Kommunistischen Partei, hätte es eigentlich Konsequenzen geben müssen. Und hinzu kommt, dass das kommunistische China
dem demokratischen Taiwan mit Krieg droht. Das und sagt, in wenigen Jahrzehnten werden wir die heim ins Reich holen, sozusagen. Ja. Es gibt viele, viele Gründe, warum die Olympischen Spiele in China nicht stattfinden sollten. 100 Tage vor den Olympischen Spielen hatten wir 100 Gründe veröffentlicht, warum wir der Meinung sind, dass es keine Spiele in China geben dürfte. Auf jeden Fall sind wir aber auch der Überzeugung, dass nicht nur Politiker in der Verantwortung stehen, sondern auch Sponsoren der Olympischen Spiele. In Deutschland gibt es nur einen Sponsor und das ist die Allianz. Mhm. Die Allianz Versicherung ist ein Hauptsponsor der Olympischen Spiele. In deren Gebäude wir jetzt sind und genau. Dieses Gespräch führen, das passt ganz gut, ne? Ja. Ja, es ist schön. Es ist mein, ja, es ist das erste öffentliche Gespräch. Wie haben denn die reagiert auf eure auf euer Anliegen? Genau, wir haben zwei offene Briefe gesendet, gemeinsam mit weiteren NGOs und Menschenrechtsorganisationen und hatten tatsächlich schon zwei Gespräche, unter anderem auch mit Betroffenen. Golok Chikmet, das ist der Kameramann gewesen von Leaving Fear Behind, hat Vertreter und Vertreterinnen von der Allianz getroffen und die Frau Kelbinur Siddiq aus den Uigurin, die lange Zeit auch im Lager war, haben ihre Erlebnisse geschildert. Also das haben wir gemacht unter vertrauensvollen Bedingungen und unsere Forderung war, dass die Allianz ihr Sponsoring zurückzieht und wenn sie das nicht erwägt, dann zumindest ein öffentliches Statement zur Menschenrechtssituation in Tibet und in China abzugeben. Und wie war die Reaktion? Sehr verhalten. grundsätzlich die offizielle Haltung ist, dass man die Werte von Olympia vertritt und man den Athleten und Athletinnen es ermöglichen möchte, dass sie diesen friedlichen Leistungsvergleich in China teilnehmen können. Und sie sehen auch die Verantwortung nicht bei sich. Sie sehen die Verantwortung beim IOC oder bei den Sportlern, da sie ja nur als Sponsoren tätig sind. Dabei hätten wir Deutsche, einschließlich der Regierung, allen Grund, hier aktiv zu werden. Denn es ist ein deutscher IOC-Präsident, Thomas Bach, der als Freund der chinesischen kommunistischen Partei, früher schon mal als Freund des russischen Chefs Putin, also Freund von Diktatoren oder zumindest autoritären Regierungen, dafür gesorgt hat, dass damals die Spiele nach Sotschi, nach Russland kamen, 2008 auch schon nach Peking und jetzt wiederum nach China. Das ist ja sowieso außergewöhnlich, dass innerhalb relativ kurzer Zeit ein Land zweimal Olympische Spiele abhalten kann. Es ist das erste Mal. Das erste Mal überhaupt, ja. Es ist das erste Mal, genau. Ja. Und es ist auch noch gerade noch, bevor nun die neuen Papiere und die neuen Regelungen, wo die Menschenrechtssituation auch ganz klar festgelegt ist, in Kraft treten. Mhm. Also das ist momentan in Peking noch nicht der Fall. Ich bin absolute Überzeugung, jeder hat eine Verantwortung. Es ist egal, ob es Politiker, Sponsoren, Journalisten, die nach China reisen werden und darüber berichten, die Athleten und Athletinnen oder wir Zuschauer sind. Jeder kann seinen Beitrag leisten, um diese Spiele, die dazu genutzt werden, Propaganda zur chinesischen Regierung zu betreiben, zu boykottieren. Da muss jeder sein Bestes geben, bin ich der Überzeugung. Ein deutscher Philosoph hat mal gesagt, solange ein einziges Land nicht wirklich frei ist, ist die ganze Welt nicht wirklich frei. Das ist die Verantwortung, von der du gerade gesprochen hast. Ja. Und wir Deutsche hätten vor allen Dingen auch eine historische Verantwortung. Ich sag mal, Olympiade 1936 bei den Nazis hier in Deutschland. Hätte es damals, 1936, einen weltweiten Boykott gegen die Nazi-Olympiade gegeben, so wie es jetzt einen Boykott gegen die Völkermord-Olympiade in Peking geben sollte, dann hätten Hitler und seine Konsorten nicht so viel Möglichkeit gehabt, Olympische Spiele für ihre menschenverachtende Politik und Propaganda zu nutzen. Gerade wir Deutschen hätten eigentlich allen Grund, aus unserer Geschichte zu lernen.
Also was du eben angedeutet hast, die Olympischen Spiele sollten nach der Satzung des Internationalen Olympischen Komitees nur in Länder vergeben werden, in denen die Demokratie, die Gerechtigkeit, die Menschenrechte geachtet werden. Ich danke dir sehr, dass du heute im Studio warst und auch mit dafür gesorgt hast, dass der Kollege zu uns kommen konnte. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll und ganz wichtig. Ich verspreche dir, wir bleiben an diesem Thema dran. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse zu Hause. Wir beide wünschen einen schönen Abend. Wenn Sie mögen, Sie wissen, jeden Montagabend machen wir hier Sendungen, die man nicht unbedingt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sieht. Wir bleiben dran. Schönen Dank, gute Adventszeit und schönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.